Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und weiter geht's hier mit Powel Motors. Heute machen wir die Tour. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Powel Motors ist jetzt fertig eingerichtet und heute wollen wir den kleinen Vergleich machen zur Folge zu Minecraft. Wie gut könnte man das dann natürlich hier so ein bisschen umsetzen? Da fangen wir natürlich hier gleich vorne einmal an, machen mal so einen kleinen Bildvergleich, ob wir es hingekriegt haben, das identisch, sage ich mal, von der Folge in Minecraft reinzubauen. Der Blick schon mal drauf, der verspricht schon mal viel und da würde ich sagen, fangen wir natürlich hier vorne einfach mal gleich an mit der Tour. Und zwar, ich baue ja immer so ein bisschen genau zur Folge, also ich gucke schon immer so, was war noch so ein bisschen im Hintergrund zu sehen. Und zwar, in der Folge war vor unser Powel Motors noch eine kleine Bushaltestelle. Kann man natürlich gerne dazu bauen, wenn man auf Kleinigkeiten steht noch von Powel Motors, ansonsten kann man es auch weglassen. Ja, dann fangen wir jetzt erstmal mit der Tour vorne an unserem Wachhäuschen an. Das habe ich natürlich auch eingerichtet. Sollte man vielleicht auch einrichten, ne? Denkt mal nach, im Wachhäuschen sitzt keiner drin, dann kann ja jeder aufs Gelände kommen und du weißt ja nicht, wer das alles ist. Ja, im Wachhäuschen drin, was kann man natürlich reinbasteln? Natürlich einmal den Platz, wo die Sicherheitsmänner sitzen. Ich habe natürlich auf jeder Seite einen extra PC gemacht, ne? Dass sie separat voneinander auch arbeiten können. Also würde ich hier in der Sicherheitsstelle oder Sicherheitshäuschen mal sagen, zwei Leute sind hier immer pro Schicht. Ja, auf der einen Seite natürlich der guckt denn, wer alles aufs Gelände will und auf der anderen Seite kontrolliert er, wer natürlich abhaut. Ich habe jetzt noch im Nachhinein Straßenmarkierung nochmal geändert. Ich hatte zwar auf beiden Seiten das jetzt, sag ich mal, hier so gehabt mit den Markierungen, dass die vorne waren, aber dann habe ich nochmal umgedacht und dachte mir, Mensch, wenn die Leute aufs Gelände fahren, die sollen natürlich nicht hier vorne halten, die sollen natürlich ein bisschen rauffahren und dann hier hinten bei der Markierung bei der Schranke natürlich halten. Wäre natürlich auch einfacher für den Sicherheitsmann, der denn da sitzt. Ja, ansonsten noch ein Sicherheitshäuschen, was kann man da basteln? Man könnte natürlich auch vorne nochmal machen, dass die kontrollieren können, aber ich denke mal, Mensch, einen kleinen Pausenraum brauchen sie auch. Denkt mal nach, die könnten einfach im Sicherheitshäuschen keine Pause machen. Die müssten dann extra, sag ich mal, vom Sicherheitshäuschen jedes Mal dann rüberlaufen zu Powel Motors. Guckt euch mal die Strecke an, die Entfernung, das ist doch nicht zumutbar. Ich glaube, zu Powel Motors muss ich nicht mehr allzu viel sagen. Ich denke mal, jeder hat die Folge schon gesehen. Ansonsten, ich blende sie nochmal ein, kannst du dir gerne auch mal angucken, wenn du möchtest. Aber ansonsten fangen wir jetzt natürlich hier an. Wir gehen hier beim Haupteingang rein und sind dann hier im großen Eingangsbereich. Da habe ich ja schon mal was zu gesagt, auch oben mit der Glaskübe, die ist jetzt platziert. Wir können ja hier auch nochmal den Bildvergleich machen. Und da fällt euch auf, der Eingangsbereich ist doch ein bisschen in der Folge größer. Ich habe probiert, so gut es geht, hier natürlich im kleinen Maßstab das reinzubauen, auch mit den Autos. Gut, da standen sie alle etwas schräg zueinander oder kreisförmig. Ist in Minecraft natürlich immer schwer, Autos im Kreisformat zu bauen. Von da habe ich die mir, sage ich mal, ein bisschen gerade und seitlich hier ein bisschen hingebaut und dann passt das ganze Bild doch auch. Ich habe aber erst ganz schön geguckt, das ist mir erst gar nicht aufgefallen, dass ich die Folge gesehen habe und dann mir gedacht habe, wie richte ich mir das ein. Und zwar, wenn man, sage ich mal, sich das hier natürlich so Kreisformat baut, ist mir aufgefallen, die ganzen Fenster sind auch im Kreis. Sag ich mal, so platziert worden, ist natürlich nicht ganz möglich, weil wir ja, sag ich mal, nur eine Seite haben, die natürlich etwas ründlich ist. Die anderen Seiten sind natürlich gerade, muss man natürlich ein bisschen gucken, wie man sich das Ganze macht. Von daher kann man dann natürlich, wie in der Folge zu sehen war, Büroräume und so vorne nicht mehr platzieren. Da habe ich dann einfach nur natürlich ein bisschen Grünzeug mehr auf den Ebenen hier platziert. Sitzgelegenheiten kann man machen und insgesamt habe ich ja dann hier auch 4 Stockwerke mir gemacht. Aber bevor wir jetzt natürlich zu jedem Stockwerk kommen, fangen wir natürlich unten an. Und zwar ist ja dann die Frage, wie kommt man denn überhaupt nach oben? In der Folge sah man nicht, wie sie hochgegangen sind. Ich denke mal natürlich mit einer Treppe bestimmt nicht. Von daher kann man natürlich einen Fahrstuhl nehmen. Dann gibt es natürlich wieder die Frage, was baut man sich für Fahrstühle? Eigentlich wollte ich erst meinen standardmäßigen Lorenfahrstuhl nehmen. Aber ich dachte mir, Mensch, wir haben doch jetzt Gerüste im Spiel. Mach's dir doch mal einfach, denn mit einem Gerüst kann man ja auch ganz einfach, sag ich mal, nach oben fahren ins nächste Stockwerk. Und jetzt habe ich natürlich nicht jedes Stockwerk bei mir eingerichtet. Ich habe mich jetzt eigentlich nur auf die Folge so ein bisschen bezogen, was man da sah, habe ich dann auch jetzt reingebaut. Aber ich kann euch wirklich versichern, wenn ihr euch so eine Autofirma basteln wollt, so Powel Motors komplett einrichten wollt, ihr habt da jede Menge Platz. Also da passt wirklich viel rein. Also wir haben hier massig Platz und von daher habe ich jetzt hier 2 Stockwerke komplett freigelassen. Natürlich vielleicht auch 3, wenn man das unterste mitzählt. Also mit 3 haben wir frei. Ab dem 4. hier habe ich was gemacht und zwar, wenn man denn hier hochfährt, kommt man in eine Etage, wo hauptsächlich Büroräume sind und ja, Besprechungsräume und sowas halt. Und da gab es auch eine Szene in der Folge zu sehen und zwar ist das Konferenzraum. Ich habe es jetzt einfach mal 1 genannt. In der Folge habe ich die Nummer nicht gesehen, welcher das ist, aber einfach mal Konferenzraum 1.
Und zwar kommt man denn da rein und da hat denn, sag ich mal, der Bruder von Homer schon eine kleine Sitzung abgehalten. Der hat dann hier mit Umsätzen und sowas gesprochen, wie kann man die Firma wieder hochbringen. Ich habe jetzt hier den Kurs, sag ich mal, runtergemacht, ne? Weil es könnte ja sein, dass die Folge schon längst gelaufen ist, ne? Und da ist natürlich Powell Motors am Ende, ne? Ist ja bankrott dadurch geworden und von daher habe ich hier einfach mal so ein bisschen gemacht, dass das denn hier einfach mal so komplett nach unten geht. Ja, ansonsten Konferenzraum, was soll ich dazu sagen? In der Folge sah man da auch nicht allzu viel, war recht dunkel alles gehalten. Da haben sie halt auch neue Themen besprochen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier so einen kleinen Stand gemacht, da haben sie gerade wieder was Neues vorgeschlagen. Ich finde super, sage ich mit einem Lesepult sich sowas darzustellen. Ne, früher hat man dann immer geguckt, wie man sich sowas macht, aber mit so einem Lesepult kriegt man doch eigentlich so einen Aufsteller relativ gut dargestellt. Ja, ansonsten ist dann natürlich hier wieder vielleicht die Frage, wie kann man sich dann alles gut beleuchten? Ihr seht bei mir keine Lichtquellen. Das ist immer, weil ich so einen kleinen Trick mache, meine Lichtquellen unter Stühlen mir zu platzieren. Denn durch Stufen und Treppen sind ja Lichtquellen, sage ich mal, also leuchten ja durch. Von daher kann man die immer darunter super verstecken. Ja, und dann haben wir hier natürlich unseren Konferenzraum auch jetzt abgeschlossen. Vorhänge sind natürlich zugezogen. Die Konkurrenz soll ja nicht sehen, was man hier so bespricht, ne? Der neue Mega-Hype. Na gut, dann wollen wir den Konferenzraum auch wieder verlassen. Wir können ja nochmal gucken. Und wie gesagt, ihr könnt euch das natürlich auch komplett hier alles einrichten, die Etage. Ich habe es natürlich jetzt hier so gelassen, nur mit einem Raum. Man kann natürlich noch ein bisschen so Dekotüren sich hier so ein bisschen hinbasteln, so ein bisschen Fake-Türen, damit, sage ich mal, auf einer Etage nicht nur einen, ja, einen Raum hat, dann kann man natürlich noch so ein bisschen was darstellen, ne? Ja, dann wollen wir gleich hier wieder in die nächste Etage gehen und zwar kommen wir jetzt auf die letzte Etage und zwar hier ist unser Wissenschaftler-Team, die entwerfen hier natürlich die neuen Autos. Auch hier so ein paar Fake-Türen mir so ein bisschen hingebastelt, damit das hier nicht alles doch so kahl und leer ist, so ein bisschen was doch hingemacht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in unser Labor rein oder unsere Werkstatt, wo die Wissenschaftler das neue Auto entwerfen. Und zwar in der Folge hat ja Homer den Job gekriegt von seinem Bruder, das Auto ja zu entwerfen. Er wollte sich das Auto gar nicht angucken, noch nicht mal kurz vor der Präsentation wollte er sich angucken. Naja, ist er denn am Ende zum Flop geworden, aber hier basteln sie gerade ja noch dran. So ein bisschen hier halt den Grundriss von Homers Auto so ein bisschen versucht darzustellen. Und das ist mir natürlich in der Folge aufgefallen, da kam mir die Frage, wie haben sie das Auto eigentlich wieder aus der Werkstatt rausgekriegt? Da habe ich mir jetzt einfach hier so ein kleines Türchen gebastelt auf der Rückseite. Könnte ja, sage ich mal, eine Hebebühne sein oder sonstige Sachen, womit man das Auto natürlich dann nach unten fährt, aber naja, das habe ich hier auch, sage ich mal, jetzt hier nicht eingebaut, einfach nur so ein bisschen dargestellt alles. So, dann wollen wir uns natürlich die Wissenschaftler-Etage noch ein bisschen weiter angucken und zwar sah man nicht ganz genau, was sich, sage ich mal, so überall auf der Etage befunden hat. Ich dachte mir, natürlich sind hier ein paar Arbeitsplätze hier, wo die ganzen Wissenschaftler hier natürlich ihre Ideen natürlich hier an ihrem Rechner da noch ein bisschen bearbeiten können. Ihre Entwürfe und sowas alles können sie natürlich hier ein bisschen bearbeiten. Jeder hat hier seinen eigenen Platz und dann gehen wir einfach mal weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu zwei Szenen, die man in der Folge sah. Und zwar gab es eine Szene, wo Homer auf dem Stuhl saß, ganz viel Kabel an ihn angeschlossen waren. Und da haben sie irgendwas überprüft bei ihm. Ich weiß nicht was, aber jedenfalls haben sie da ein bisschen getüftet mit ihm. Homer hat sich sogar, sag ich mal, in einen Windkanal gestellt und da haben sie ein bisschen, sag ich mal, den Widerstand von Homers Körper ein bisschen gemessen. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen kleinen Dummy reingepackt, ist natürlich nicht der echte Homer. Ich würde mal sagen, Powell Motors behält das bei, die fanden wohl das Maß von Homers Figur so gut, damit sie jetzt damit die neuen Autos, sag ich mal, vom Schnitt so ein bisschen her berechnen können, jetzt wenn der Wind drauf trifft, ne? So ein kleiner Windkanal, versucht so ein bisschen in der Folge hier auch so alles ein bisschen darzustellen, wo sie ihn natürlich ein bisschen getestet haben. Auch hier wieder Fake-Tür, ne? Also man kann hier natürlich auch wieder weiterbauen, falls man noch Ideen hat, was man denn, sage ich mal, in seinen Powell Motors noch reinbasteln will. Aber ansonsten sind wir dann erstmal hier mit durch. Ich klicke hier nochmal in die Eingangshalle rein und ich würde sagen, bevor wir jetzt die Tour weitermachen, komme ich noch einmal kurz zur Glaskuppel zu sprechen, falls wirklich einer Lust hat, auch sich das Ganze einzurichten und eine Glaskuppel sollte man sich schon raufbasteln. Wie gesagt, erspart euch viel Arbeit mit Lichtquellen setzen, weil ihr seht ja, ist ja alles hell und ich habe jetzt hier wirklich keine Lichtquellen mehr hier in der Eingangshalle platziert und ihr seht ja, ist alles eigentlich gut ausgeleuchtet. Ich kann euch natürlich jetzt nicht das Maß geben, wo ihr euch eure Glaskuppel hinsetzen wollt, falls ihr euch die bauen wollt, weil das ja immer unterschiedlich ist, wie ihr euch natürlich unten, sage ich mal, euren Eingangsbereich gestaltet. Aber ich gebe euch mal das Maß von meiner Kugelform ein bisschen vor. Ich habe an sich die Mitte auf einer Dreierbreite, dann gehe ich zur Seite mit einem Zweier, mache einen Einer hin, einen Zweier und einen Dreier. Und schon habt ihr eigentlich die Kugelform, ne? Und das macht ihr halt immer.
die Mitte vorne ist eine 3, dann 2, 1, 2 und wieder eine 3. Und schon könnt ihr euch da so ein bisschen die Kugel hinbasteln. In der Folge, ich sage immer, in ein paar Szenen war die Kugel da auf dem Dach, in ein paar Folgen natürlich nicht. Auch Spiele-App war es ja nicht zu sehen. Vielleicht könnte man die Kugel auch ein etwas flacher noch bauen oder vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, zu den Seiten noch gestreckt. Naja, man kann sie aber auch so ein bisschen machen, wie ich das habe. Ihr seht genau, wo ich was eingerichtet habe und wo nicht. Na gut, ich habe natürlich den Bereich verkleidet, wo man natürlich nichts baut. Das sieht dann natürlich immer ein bisschen besser aus, als wenn man es natürlich einfach so leer lässt, also nichts hintersetzt. Dann ist das natürlich alles hohl, das sieht immer nicht so schicke aus. Von daher gehen wir jetzt dahin, wo noch was ist. Und zwar sah man ja in der Folge noch diese Präsentation von Homers Auto. Die habe ich jetzt einfach mal hier ein bisschen mit reingebastelt. Natürlich ist das Ganze noch nicht, sage ich mal, präsentiert. Das ist noch alles zu. Ich wollte eigentlich erst Homers Auto darauf bauen auf die Bühne, aber dann ist mir aufgefallen, der Platz reicht gar nicht aus, um das Auto hier reinzubauen, weil es doch schon ein etwas größeres Maß hat. Und dann hätte wieder die Proportion von der Bühne und alles nicht ganz hingehauen. Und daher mache ich noch ein extra Fahrzeugtutorial für Homers Auto. Das kommt dann nochmal in eine extra Folge. Das werde ich mir vielleicht dann hier irgendwo auf dem Gelände noch platzieren. Ja, ansonsten hier die Präsentation. Da habe ich dann versucht, auch wieder so gut es geht, alles reinzubasteln, was man da so ein bisschen sah. Ein bisschen Grünzeug war ja auch noch hinten auf der Rückseite. Und dann auch noch hier, sage ich mal, auf der Rückseite jetzt hier von den ganzen Sitzplätzen und so, wie die Wand da aussah, das sah man in der Folge nicht. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ja, so ganz kahl wollte ich die Wand auch nicht lassen. Mach vielleicht ein paar Eingangs-, also noch ein paar Türchen unten hin, vielleicht noch ein oben Fenster kann man ja machen. Könnte ja sein, dass da noch irgendwie ein Büroraum ist oder so, die dann natürlich hier auf die große Halle noch ein bisschen gucken können. Naja, das ist jedenfalls hier unser Powel-Modus. Ich kann ja noch einmal einen kleinen Rundumflug machen, denn ich habe eigentlich sonst nichts weiter hier dran verändert. Ich habe vielleicht noch ein paar weitere kleine Eingänge gemacht. Und da sehe ich gerade hier oben, habe ich ja noch eine Kiste. Ah, die kann ich auch noch wegmachen. Naja, auf der Rückseite, wie gesagt, da habe ich eigentlich nichts mehr gemacht, außer natürlich hier so ab und an noch so einen kleinen Eingang hinten reinzusetzen. So einen Nebeneingang kann man ja machen, damit das nicht doch so ganz kahl unten ist. Auch jetzt hier, wo ich mir meinen einen Parkplatz hingezaubert habe, habe ich auch noch mal so einen kleinen Seiteneingang gemacht. Ich denke mir, die Leute, die hier natürlich arbeiten, die wollen ja nicht immer bis zum Haupteingang vorne hinrennen. Von daher hier so ein kleiner Eingang. Und dann kommen sie natürlich auch zu ihren ganzen Laboren, Werkstätten, wie auch immer. Ja, Powel Motors lässt sich jetzt sehen. Ist jetzt fertig, abgeschlossen. Na gut, vielleicht noch kommen noch so ein, zwei weitere Fahrzeugtutorials, wie gesagt. Aber die kann man ja immer wieder zwischen quetschen. Ich baue dann jetzt so langsam wieder das nächste bei unseren Simpson. Aber was genau wird, kann ich noch nicht sagen. Muss ich mir erst noch was raussuchen. Habe ja genug Vorschläge gekriegt und dann gucken wir mal. Ja, ansonsten, ich stelle mich denn hier vorne vor unser Powel Motors Safety hin. So ein bisschen wie in der Folge. Ja, das ist doch ein schönes Bild. Und ich würde sagen, hören wir uns dann wieder zur nächsten Folge. Und wenn ich Safety stehe, sage ich nur eins zu euch. Und zwar ganz einfach. Tschüss.